Hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen zurück zu diskreten Strukturen. Schön, dass Sie nochmal eingeschaltet haben. Was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben ein paar Trockenübungen gemacht, ein bisschen mit Formeln hantiert und über Mengen gesprochen, aber eigentlich noch nicht richtig angefangen. Zuletzt waren wir dabei stehen geblieben, dass ich Zeichenketten eingeführt habe, formal. Eine Zeichenkette oder ein Wort oder ein String. Das ist einfach eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Und ein Buchstabe ist einfach ein Symbol, ein Element aus einer bestimmten Grundmenge, die man als das Alphabet auffasst. Und es können die üblichen Buchstaben, ABC und so weiter sein. Es können aber auch andere Dinge sein, zum Beispiel die Ziffern oder auch irgendetwas ganz anderes. Das ist theoretisch egal. In Beispielen nehmen wir meistens das übliche Alphabet oder irgendeine Teilmenge davon. Und dann haben wir gesagt, ein Wort, da soll es darauf ankommen, in welcher Reihenfolge die Buchstaben aneinander gekettet sind. Deshalb können wir ein Wort nicht einfach uns vorstellen als die Menge der Buchstaben, die darin enthalten sind, weil bei einer Menge natürlich immer die Menge weiß immer nur, was ist ein Element und was ist kein Element. Aber es gibt bei der Menge keinen Begriff von einer Reihenfolge, in der die Elemente in der Menge drin sind. Und es gibt auch keinen Begriff davon, dass ein Element mehrfach drin ist. Es ist einfach entweder drin oder es ist nicht drin und mehr weiß die Menge nicht. Ein Tupel ist jetzt das, was wir brauchen. Und ein Tupel im Fall der Länge 2 wäre es einfach nur ein Paar. Bei einem Paar weiß ich, da gibt es das erste und das zweite. Beim Triple weiß ich, es gibt das erste, das zweite und das dritte. Die können alle identisch sein, müssen aber nicht. Das ist völlig egal. Also insofern hat ein Tuppel irgendwie andere Eigenschaften als eine Menge. Und dann wird deshalb auch anders geschrieben, nämlich mit den runden Klammern und nicht mit den geschweiften Klammern. Und ein Tuppel ist jetzt genau das, was ein Wort ausmacht. Ein Wort ist einfach ein Tuppel von Buchstaben. Und das ist genau hier die Definition. Die Länge der Tupel ist nicht vorgegeben. Also ein Wort, wir können sagen, ein Wort der Länge n ist ein Tupel der Länge n und ein Wort ist einfach ein Wort der Länge n für irgendein n. Dabei ist auch zugelassen, dass die Länge n 0 ist. Das ist dann das leere Tupel. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber das ist genauso ein Tupel wie alles andere. Das ist dann für uns das leere Wort. Und wir schreiben dann statt statt A1, A2, A3 und so weiter, schreiben wir einfach nur ganz ohne Klammern und ohne Kommas, so wie man halt ein Wort schreibt, indem man die Buchstaben einfach ohne Zwischenraum aneinander hängt. A1, A2, A3 für Elemente. Von Omega Stern. Also Omega Stern ist die Menge aller Wörter. Okay, Beispiel. Beispiel. Wenn Omega die Menge AB ist, dann wäre Omega Stern die Menge bestehend aus allen Wörtern, die ich daraus bilden kann. Das ist zuerst das leere Wort. Ja, okay, wenn ich beim leeren Wort jetzt auch noch die Klammern weglasse, dann steht da gar nichts mehr. Dann sieht man nicht so viel. Nehmen wir dafür ein Symbol, sagen wir, Epsilon ist definiert als das leere Wort. Also Epsilon ist ein Wort, was ich aus A und B bilden kann, indem ich einfach keinen der beiden Buchstaben verwende. Dann A und B selbst, das sind die einbuchstabigen Wörter. Dann die zweibuchstabigen Wörter sind AA, AB, BA, BB. Dann die dreibuchstabigen sind AAA, AAB, AB, AB, BB, BAA, BAB, BBA. B, B, B. Oh, okay, und dann macht es keinen Spaß mehr. Aber es gibt ja auch noch ganz viele weitere. Oder, ja, oder, wenn man Omega gleich
irgendwas, was können wir sonst nehmen? 1, 2, 3 wäre auch, ja, auch ein schönes Alphabet. Und da würden dann die Wörter so aussehen. Da ist auch wieder das leere Wort dabei und dann die einbuchstabigen Wörter 1, 2, 3. Und jetzt, ja, okay, jetzt gibt es dann halt 1, 1, die zweibuchstabigen sind 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, dann die dreibuchstabigen 1, 1, 1 und so weiter. Und man muss dann jetzt ein bisschen aufpassen, wenn man das so sieht, dann denkt man 13. Das ist aber nicht 13, sondern das ist quasi nur das Wort, das wir hinschreiben, wenn wir normalerweise 13 meinen. Na, das, 13 besteht ja nicht aus 1 und 3, obwohl wir das so hinschreiben, sondern 13 ist genauso eine atomare Zahl wie 5. Nur, dass wir halt nicht für jede Zahl ein einzelnes Symbol haben, sondern wir haben halt 10 Symbole und aus denen setzen wir dann, die setzen wir zu Wörtern zusammen, mit denen wir dann alle anderen Zahlen bezeichnen können. Also hier muss man jetzt ein bisschen semantisch unterscheiden zwischen dem Wort selbst und dem, was üblicherweise als Bedeutung diesem Wort zugeordnet wird. Und wir interessieren uns aber jetzt mal nur für die Wörter selbst. Das heißt, dass dieses Wort hier oft mit der Bedeutung 13 verwendet wird. Das interessiert uns jetzt gar nicht, sondern das interessiert uns hier nur, dass das eine Zeichenkette ist, die aus zwei Zeichen besteht, in der ersten Position steht. Dieses Zeichen, das man 1 nennt, und in der zweiten Position steht dieses Zeichen, das den Namen 3 trägt. Und es geht nicht darum, dass das jetzt Zahlen sind, genauso wenig wie hier bei A und B. Da ist es irgendwie leichter einzusehen. Dieses BA ist einfach eine Kombination von zwei Buchstaben und die hat keine Bedeutung und diese 13 hat auch keine Bedeutung, solange wir ihr keine Bedeutung geben. So, was kann man jetzt machen? Wir haben schon gesagt, Wörter der Länge 2 und Wörter der Länge 3. Ich kann also jedem Wort eine Länge zuordnen. Machen wir das? Also ich verwende jetzt oft die lateinischen Buchstaben als Buchstaben des Alphabets und damit wir dann nicht durcheinander kommen, ist es zweckmäßig für Variablen dann andere Buchstaben zu verwenden, zum Beispiel griechische. Epsilon geht schon in diese Richtung. Und normalerweise verwende ich dann gerne Omega für ein Wort, also für Omega in Omega Stern sei das hier die Notation, die Länge von Omega. Also das heißt, das wäre okay, da können wir uns jetzt sofort was drunter vorstellen, was die Länge ist, aber wenn wir das nicht könnten, wie würden wir das formal hinschreiben? Man könnte sagen, also was ist jetzt dieses Omega-Stern nochmal? Also das war ja Omega hoch 0, das ist vereinigt mit Omega hoch 1, vereinigt mit Omega hoch 2 und so weiter. Und für jedes Omega, also es gilt also für alle i, j in n gilt, wenn i anders ist als j, dann ist Omega hoch i geschnitten mit Omega hoch j leer. Das heißt, weil hier sind, das ist die Menge aller Tupel der Länge i, das ist die Menge der Tupel der Länge j. Wenn i und j nicht gleich sind, dann gibt es kein Tupel, das sowohl die Länge i als auch die Länge j hat. Also es gilt. Und deshalb gibt es für jedes Omega n, Omega hoch Stern, genau ein n, n aus n, mit Omega ist in Omega hoch n. Ja, weil dieses Omega hoch Stern, das ist ja die Vereinigung von allen diesen Potenzen von Omega. Und wenn das Omega, das kleine Omega,
eins von diesen ist, ja, dann muss es entweder zu dem oder zu dem oder zu dem oder zu einem von denen muss es gehören. Und wegen dem hier kann es aber nicht zu zweien gehören. Deshalb gibt es genau ein und nicht mindestens ein, wie man sonst sagen würde. Oh, okay, und dieses n, das definiere ich als die Länge. Wir definieren, Omega ist definiert als dieses n. Okay, nichts Schlimmes, das ist ganz einfach. Beispiel, A, B, B, A ist ein Wort der Länge 4. Das leere Wort ist ein Wort der Länge 0. Und dann und so weiter. 13, nein, 1, 3 ist ein Wort der Länge 2. Und Gebrüll 5 NCQ ist ein Wort der Länge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, also jedem Wort kann ich eine Länge zuordnen. Das ist einfach die Anzahl der Buchstaben, wobei ich mehrfach vorkommende Buchstaben auch mehrfach zähle, so wie bei aber. Was kann ich noch machen? Ich kann Worte aneinander hängen. Definition sind Omega 1 und Omega 2, zwei Wörter über irgendeinem Alphabet. So ist Omega 1 Kringel Omega 2 das Wort so sei. Das Wort, das entsteht, wenn man Omega 1 und Omega 2 aneinander kettet. Das ist jetzt auch wieder keine sehr professionelle Definition, weil ich habe hier etwas Unbekanntes zurückgeführt auf etwas, auf einen Begriff, von dem ich auch noch nicht erklärt habe, was er bedeutet. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders machen soll, weil wir noch nicht genug Begriffe haben. Die es schon gibt. Also machen wir es mit einem Beispiel. Also wir hätten zum Beispiel A, B, B, A, Kringel 13 wäre A, B, B, A, 13. Und überhaupt A, B, B, A ist zugleich auch einfach A, Kringel B, Kringel B, Kringel A. Ja, also der Kringel heißt einfach, ich nehme die Wörter und gebe sie zusammen. Wobei ich hier vielleicht noch klammern sollte, also vielleicht so. Es wird erstmal A mit B verkettet, dann ist das hier gleich AB. Dieses wird dann nochmal mit B verkettet, dann ist das hier ABB. Und das wird dann mit A verkettet, dann kommt dann ABBA raus. Okay, und hier ist natürlich immer irgendwo ein gemeinsames Alphabet angenommen. Hier ist jetzt das Alphabet ist A, B, C und so weiter. Und dann aber auch die Ziffern 1, 2, die können 3 und so weiter. Die können ja, nein, die können ja auch dabei sein. So. Und jetzt kann man eine Beobachtung machen, dass für diese Verkettung gewisse Rechenregeln gelten. Beachte. Zum Beispiel folgendes: Für alle Omega 1, Omega 2. Omega 3 aus Omega Stern gilt. Ich habe das da oben jetzt geklammert, aber ich hätte es auch anders klammern können, es wäre das gleiche rausgekommen. Also es gilt, wenn ich Omega 1 mit Omega 2 verkette und das Ergebnis dann mit Omega 3, dann ist es dasselbe, wie wenn ich Omega 1 verkette mit dem, was ich kriege, wenn ich Omega 2 mit Omega 3 verkette. Okay, noch eins. Für alle Omega aus Omega Stern gilt, wenn ich Omega mit dem leeren Wort verkette, dann ist es egal, ob ich das von rechts oder von links
tue, es kommt immer wieder Omega raus. Was haben wir noch? Wir haben auch noch, dass für je zwei Wörter Omega 1, Omega 2 gilt, wenn ich anschaue, was ist die Länge von Omega 1 verkettet mit Omega 2, dann weiß ich das natürlich nicht, weil ich nicht weiß, was Omega 1 und Omega 2 sind. Aber wenn ich das wüsste, dann könnte ich gleich ausrechnen, denn die Aussage ist, die Länge von der Verkettung ist die Summe der einzelnen Längen. So, und aber es gilt nicht, also Sie sehen hier, das ist das Assoziativgesetz, das kennen Sie auch von Zahlen. Und das hier ist auch eine Regel, die Sie von Zahlen kennen. Und zwar ist das, wenn Sie sich vorstellen, statt dem Kringel würde ein Plus stehen und statt dem Epsilon würde eine 1 stehen und statt den Wörtern würden wir Zahlen haben, dann wäre das genau die Aussage, dass 1 mal irgendwas, wieder das irgendwas ist, oder habe ich jetzt Plus gesagt? Ja, also entweder nehmen Sie Plus und 0 oder Sie nehmen mal und 1. Oder Sie nehmen das leere Wort und die Verkettung. Also Sie sehen, die Wörter haben an sich nichts mit Zahlen zu tun, aber sie verhalten sich irgendwie gleich. Wir haben hier mit diesem Kringel sowas wie eine Rechenoperation wie bei Wörtern, also ich kann, wie bei Zahlen. Ich kann also mit Wörtern rechnen, ich kann aus Wörtern neue machen und ich kann auch Wörter zu Zahlen in Beziehungen setzen. Das machen wir dann mit der Länge. Und dann gelten auch gewisse Rechenregeln. Es ist egal, ob ich zuerst verkette und dann die Länge nehme oder ob ich zuerst die Länge nehme und dann die Ergebnisse addiere. Aber es überträgt sich nicht alles von Wörtern über Zahlen. Entschuldigung, es überträgt sich nicht alles von Zahlen auf Wörter. Zum Beispiel gilt im Allgemeinen nicht, aber im Allgemeinen gilt, wenn Sie zwei Wörter miteinander verketten, dann kommt es auf die Reihenfolge an. Also Omega 1 verkettet mit Omega 2 ist was anderes als Omega 2 verkettet mit Omega 1. So. Und genau. Das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein zu Wörtern. Wir werden Wörter dann jetzt öfter als Beispiele nehmen, um Begriffe zu illustrieren, die ich Ihnen nahebringen will, damit wir nicht gezwungen sind, immer nur Zahlen zu nehmen, weil sonst denken Sie, es ist eine Vorlesung über Zahlen, aber es ist es überhaupt gar nicht. Es ist auch keine Vorlesung über Wörter, sondern es ist eine Vorlesung über: Wie drückt man Zusammenhänge aus? Und als Beispiele nehmen wir halt Zusammenhänge von Wörtern oder von Zahlen oder von, weil man kann nicht immer mit den Autos auf dem Parkplatz kann man nicht so viele schöne Beispiele konstruieren. Gut. Dann würde ich jetzt weitermachen mit dem Funktionsbegriff. Also Funktion ist ein Begriff, der Ihnen vertraut sein dürfte. Funktion ist die Vorstellung, das ist so ein Kasten, da steckt man oben etwas rein und der Kasten macht dann irgendwas und unten kommt irgendwas raus. Also da gibt es einen Input und einen Output und der Output hängt nur vom Input ab. Und für jeden Input gibt es einen Output. Und das ist so das Wesentliche. Aber das sind ja jetzt natürlich auch wieder keine vernünftige Definition. Und das wollen wir jetzt aber ein bisschen präziser aufschreiben, ein bisschen präziser fassen. Wir lassen uns von dieser Intuition leiten, was eine Funktion sein soll. Wir kennen ja auch schon einige Funktionen. Sie kennen ja die Sinusfunktion und die Wurzelfunktion aus der Schule, aber da sind halt dann wieder Zahlen dabei. Und für den Funktionsbegriff machen wir jetzt zum ersten Mal diese Übung, dass wir versuchen, uns von den Zahlen zu lösen und den Funktionsbegriff als eigenständigen Begriff zu erkennen. Und zwar schauen wir uns an, also Funktionen, wir wollen schauen, was ist eine Funktion von a nach b, wobei a und b irgendwelche Mengen sind. Das können Mengen von Zahlen sein, es können aber auch Menge von Wörtern sein oder eben die Autos auf dem Parkplatz oder sonst irgendetwas anderes.
Und was soll dann eine Funktion sein? Okay, schauen wir das einfach an, wie es im Skript ist. Ich brauche es nicht abzuschreiben, unleserlicherweise. Also das ist das Bild. Sie haben hier eine Menge und eine andere Menge und eine Abbildung, die die Elemente von einer Menge auf die Elemente der anderen abbildet. Also hier, das wäre hier ein, oder sagen wir, das hier ist ein Element der Menge a, das nennen wir x. Und die Funktion stellen wir uns so vor, dass die sagt, diesem x wird ein Element der zweiten Menge zugeordnet, das nennen wir f von x. Und okay, wenn wir da eine Zuordnung haben, dann haben wir also Paare. Wir haben es hier mit Paaren zu tun, von Dingen, die miteinander zu tun haben. F von X ist so ein Paar, wo die beiden Dinge zueinander in Beziehung stehen. Und das wollen wir auch verwenden als Definition. Und zwar sagen wir, eine Funktion ist so eine Menge von Paaren. Also Sie wissen, das haben wir auch das letzte Mal eingeführt. A Kreuz B, das ist die Menge aller A, B, aller Paare A, B, wo A aus A ist und B aus B. Und eine Teilmenge von solchen Paaren heißt nur dann Funktion, wenn zwei Dinge erfüllt sind. Und zwar erstens, das, was ich eben auch schon mit dem Kasten gesagt habe, zu jedem Input gibt es einen Output. Ja, das ist genau das, was diese Formel sagt. Für jedes A aus der Ursprungsmenge gibt es ein im Allgemeinen von A abhängendes B, sodass das Paar AB zu dem F gehört. Okay. Und das zweite ist, das, was ich auch eben schon gesagt habe, wir wollen, dass der Output nur vom Input abhängt und nicht noch von irgendwelchen anderen Dingen. Und mit Formeln kann man das dann so aufschreiben, für jeden Input und für jede Zahl des Bildbereichs, nicht für jede Zahl, für jedes Element des Bildbereichs, das als Output von A auftreten kann, weil eben das Paar AB1 zur Funktion gehört und aber auch das Paar AB2. Für jede solche Wahl von A, B1, B2 gilt, die waren schon gleich. Also so kann ich sagen, der Output ist eindeutig. Ein Logiker sagt das, weil ein Logiker der will das ohne Zahlen hinschreiben. Der will nicht sagen, es gibt genau einen Output, da muss er 1 schreiben und 1 ist eine Zahl, das mag er nicht. Er will das mit Logik aufschreiben, mit logischen Symbolen, mit Folgerungen und so. Und das kann er eben so machen. Er sagt, wenn ich zwei habe, dann sind die gleich. Ja, wenn ich zwei Outputs habe, dann sind die gleich. Okay, also das sind die beiden Begriffe, die ich brauche, die beiden Bedingungen, die ich brauche, damit ich eine Menge von Paaren als Funktion auffasse. Andere Mengen von Paaren sind vielleicht auch schön und nützlich, würden wir aber nicht als Funktion betrachten. Okay, und wenn ich aber eine Funktion habe, dann verwendet man eben diese Notation. Wir sagen dann nicht, f ist eine Menge von Paaren. Das haben wir jetzt hier zur Formalisierung, haben wir das so gesagt, aber das sagen wir dann nachher nie wieder, sondern wir nehmen hier wieder eine benutzerfreundliche Notation. F ist eine Abbildung von A nach B. Und statt zu sagen, das Paar AB gehört zu der Paarmenge f, schreiben wir f von A ist gleich b. Okay. Und A nennt man den Definitionsbereich der Funktion und B nennt man den Bildbereich der Funktion. Machen wir dann ein paar Beispiele dazu. Also erstens, nehmen wir A gleich B gleich R, weil Zahlen irgendwie doch vertraute sind, und nehmen wir F A nach B mit f von x gleich x Quadrat. Ja, das ist eine Funktion, da können wir einen Funktionsgraph zu aufzeichnen. Da haben wir hier x und da haben wir f von x. Also da haben wir zwei Kopien der reellen Zahlen. Da kann ich jetzt für jedes Paar x f von x, also die Menge x f von x mit x in
in R, also das ist ja jetzt eine Teilmenge von A kreuz B, das ist also quasi die Funktion, die kann ich jetzt einfach aufmalen, indem ich halt für jedes solche Paar einen Punkt mache. Und was dann rauskommt, sind ganz viele Punkte, ungefähr so angeordnet sind. Und dann ist es so, dass ich hier jetzt für jedes x sagen kann, was ist dieses x, zum Beispiel 3. Und dann kann ich gucken, auf dieser senkrechten Gerade durch den Punkt x, der mich gerade interessiert, gibt es genau ein Paar, was dieses x hat. Also mindestens ein Paar und höchstens ein Paar. Das sind genau diese Bedingungen aus der Definition. Das hier sagt, es gibt mindestens ein Partner und das sagt, es gibt höchstens einen Partner. Und so sehen wir das ja hier auch in diesem Bild. Es gibt genau einen Partner, mindestens einen und höchstens einen, kann ich dann da ablesen und der ist 9. So, also so kennen Sie das auch. Aber der Funktionsbegriff ist allgemeiner. Der hat ein paar Eigenschaften, die in der Schule oft unterschlagen werden. Und über die wir kurz reden sollten. Das eine ist, dass es nicht wesentlich ist für den Funktionsbegriff, dass Sie das f von x aus dem x ausrechnen können. Also was man fast immer in mathematischen Beispielen hat oder in Übungsbeispielen, ist eine Funktion, die so gegeben ist wie hier. Sie haben ein a gegeben und ein b und eine Vorschrift, die mir sagt, wenn ich ein x gegeben habe, wie mache ich daraus das f von x? Das ist aber nicht wesentlich für eine Funktion. Eine Funktion ist einfach nur, es reicht, dass die Funktion das weiß, was rauskommt. Es ist nicht notwendig, dass wir das auch irgendwie wissen und nachrechnen können. Und das ist besonders wichtig, das im Kopf zu behalten, weil wir hier also quasi erst mit dem mathematischen Funktionsbegriff zu tun haben und den sollten wir unterscheiden von dem Funktionsbegriff, wie er in Programmiersprachen verwendet wird. Da haben Sie auch, Sie schreiben eine Funktion, die nimmt irgendwas als Input, produziert irgendwas als Output und das, was Sie schreiben, wenn Sie die Funktion schreiben, ist ein Programmcode, der systematisch aus dem Input einen Output produziert. Aber das geht nicht für jede Funktion. Im mathematischen Sinne. Es gibt unberechenbare Funktionen und das heißt, es gibt eben solche Mengen von Paaren, für die Sie kein Programm schreiben können, das das einfach ausrechnet, die aber trotzdem diese beiden Eigenschaften aus der Definition erfüllen und in dem Sinn eine Funktion sind. Okay? Da jetzt ein konkretes Beispiel anzugeben, würde ein bisschen zu weit führen, aber es ist vielleicht auch hilfreich, wenn man einfach nur ein paar Beispiele von Funktionen hinschreibt, die nicht von dieser Form sind wie dieses Beispiel x Quadrat. Also nehmen wir zum Beispiel a, nehmen wir a gleich eine Menge mit drei Elementen, die nenne ich Quadrat, Dreieck und Kringel, und b ist, nehmen wir hier die Menge, nehmen wir A, B, C, D, vier Buchstaben. So, und jetzt kann ich das machen, was ich hier auch gemacht habe. Ich kann einen Funktionsgraph aufmalen. Okay, da muss ich also in die eine Richtung das A und in die andere Richtung das B, nehmen wir in die Richtung das A. Das hat aber jetzt nur drei Elemente. Ja, dann schreiben wir die einfach dahin, da. Da, da. Und in die andere Richtung das B. So. A, B, C, D. So, jetzt könnte man schon anfangen zu streiten. Muss ich hier A, B, C, D schreiben oder muss ich umgekehrt A, B, C, D schreiben? Und die Antwort ist, das ist egal, weil A und B sind einfach nur Mengen und bei einer Menge kommt es nicht auf die Reihenfolge an. Ich muss es nur hinschreiben, damit dann klar ist, wie ich es gemeint habe. Ich meine es jetzt so. So, und jetzt kann ich sagen, hier ist eine Funktion. Also zum Beispiel könnte ich die Funktion nehmen, die dieses Paar enthält, das Quadrat dem B zuordnet, das Dreieck dem D und den Kringel dem C. Das ist eine Funktion. So,
Und da sehen Sie schon, da gibt es jetzt keine Rechenvorschrift, sondern ich habe es einfach festgelegt. Das geht hier leicht, weil es im einen Fall nur, ja, weil das A nur drei Elemente hat, also sage ich halt, was die Funktionswerte sind. Aber es gibt keine inhaltliche oder systematische Beziehung zwischen den geometrischen Figuren und diesen Buchstaben, sondern es ist einfach eine Zuordnung, die ich mir gerade ausgedacht habe. Ich könnte es auch als Tabelle schreiben, als Wertetabelle, x, f von x. Naja, dann muss ich hier alle Elemente von A hinschreiben, zum Beispiel das, na nicht zum Beispiel alle. So, und dann sagen, das Quadrat wird auf B abgebildet, das Dreieck wird auf D abgebildet und der Kringel wird auf C abgebildet. Okay? Und das würde ich Sie bitten, wenn jemand Funktion sagt, denken Sie an sowas. Denken Sie an eine Wertetabelle. Das ist das, was dem Begriff der Funktion am nächsten kommt. Denken Sie nicht an eine Kurve in der Ebene. Denken Sie nicht bei Funktionen an so irgendwas. Das sind halt nur Funktionen von R nach R, die auch noch ganz bestimmte analytische Eigenschaften haben, die mit dem Funktionsbegriff erstmal überhaupt gar nichts zu tun haben. Eine Funktion ist vielmehr einfach nur eine Tabelle, die zu jedem Element des Definitionsbereichs festlegt, wer ist der eindeutig bestimmte Partner im Bildbereich. Und also die Tabelle muss so sein, dass jedes Element von A kommt oben genau einmal vor. Das ist also eine Tabelle. Das kann ich natürlich hier oben nicht so leicht machen, weil das unendlich viele sind. Also hier könnte ich natürlich auch sagen, f von x, ja, 0 geht nach 0, 1 geht nach 1, 2 geht nach 4, 3 geht nach 9, okay, und minus 1 geht nach 1 und minus 2 geht nach 4. Aber selbst wenn ich es nur für die ganzen Zahlen machen würde, muss ich dann irgendwann Punkt, Punkt, Punkt machen und dann habe ich es aber nicht genau beschrieben. Und für die reellen Zahlen würde das auch gar nicht reichen, wenn ich es für alle ganzen Zahlen mache. Ihr müsstet das für alle, boah, das sind so viele. Ich kann da nicht wirklich die Tabelle hinschreiben. Ich kann sie auch nicht abspeichern im Computer irgendwie. Aber es ist trotzdem hilfreich, sich vorzustellen, dass dieses f hier, diese Funktion x geht nach x Quadrat, in Wirklichkeit einfach nur eine unendlich große Wertetabelle ist. Und nur weil wir die nicht hinschreiben können, nehmen wir hier die Abbildungsvorschrift, weil da mache ich 5 oder 10 Symbole und damit ist eindeutig festgelegt für jedes x, was ist das zugehörige y. Das heißt aber auch, wir nehmen da unter allen möglichen Funktionen, die es gibt, immer nur sehr einfache raus, nämlich solche, für die es solche Abbildungsvorschriften gibt. Und alle anderen lassen wir. Ja, gibt es auch, die sind auch schön, aber die kann man halt zum Beispiel nicht gut verwenden. Aber denken Sie die mit, wenn vom Begriff der Funktion die Rede ist. So, was kann ich da jetzt anders machen? Ja, ich kann das ziemlich viel ändern. Ich kann jetzt sagen, na, machen wir den da weg und machen wir stattdessen da einen hin. Das würde bedeuten, ich nehme den da weg und mache da a hin. Das wäre genauso eine Funktion, das ist eine andere Funktion. Oder ich mache den hier weg und mache den auch zu a. Das ist dann hier a. Das geht auch. Das ist immer noch eine Funktion. Aber ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, den mache ich noch dazu. Das geht nicht. Weil dann hätte ich hier als Ergebnis für das Quadrat hätte ich b und d. Das würde die Eindeutigkeit verletzen. Das wäre dann keine Funktion. Weil es muss für jedes x genau ein passendes y existieren. Genau ein passendes heißt mindestens ein passendes und höchstens ein passendes. Und hier ist das höchstens verletzt. Während, wenn ich den hier wegtue und nicht durch einen neuen ersetze, dann habe ich auch keine Funktion, weil da wäre das mindestens verletzt. Also es ist eben wieder genau das, was hier steht. Jedes Element von A muss in der oberen Zeile der Tabelle genau einmal vorkommen. Okay.
Und da muss man eben aufpassen, zum Beispiel, wenn man sagt, f irgendwie leichtfertig, f von r nach r, f von x gleich 1 durch x, ist keine Funktion. Warum nicht? Ja, weil 0 hat keinen Partner. Also bei 0 haben wir genau dasselbe wie hier. Da fehlt der Funktionswert. Ich habe kein 1 durch 0. Also ich kann das so aufmalen. Das sieht dann so ungefähr aus. Und bei 0 fehlt einer. Das geht nicht. Aber ich kann das reparieren und kann sagen, f von r ohne 0 nach r, definiert durch f von x gleich 1 durch x, das ist eine Funktion. So, dann gibt es noch Funktionen, die man sehr oft braucht, zum Beispiel die Identitätsfunktion. Also wenn a eine Menge ist, Menge, dann kann ich it a, das ist jetzt das f, also das ist ein Symbol, mit dem eine Funktion bezeichnet ist, und zwar eine Funktion von a nach a, die definiert ist dadurch. Also der Zieldefinitionsbereich und Bildbereich dürfen natürlich gleich sein, müssen keine verschiedenen Mengen sein. Und die soll jetzt so sein, dass jedes x abgebildet wird auf sich selbst. Das ist die Identitätsfunktion und das ist eine Funktion. Das ist eine Funktion. Also wie würde das da aussehen? Naja, sagen wir x. It a von x als Tabelle. Ja, das ist sehr, 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 sehr einfach. Sagen wir a, b, c. Dann haben wir hier a, b, c. Es wird jedes Ding auf sich selbst abgebildet. Wenn man jetzt mal glaubt, dass das jetzt Elemente von a sind, die werden alle auf sich selbst abgebildet. Als Funktionsgraph kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich mir hier jetzt irgendwie die Elemente von a irgendwo aufmale und die hier auch aufmale, und zwar in genau der gleichen Reihenfolge, dann wäre der Funktionsgraph hier genau die Punkte, die auf der Diagonale liegen. Das ist die Identitätsfunktion. Was man auch manchmal braucht, ist das Kronecker-Delta. Sagen wir, das ist Delta von A Kreuz A nach 0, 1, also wieder a ist eine Menge. Und das ist dann so definiert, Delta von, also das nimmt dann jetzt ein Paar als Input, Delta a, b, und das ist definiert als 1, falls a gleich b und 0 sonst. Also zum Beispiel, ja, sagen wir a ist R, und dann werden wir Delta von 5, 2 wäre 0, Delta von 2, 5 ist auch 0, und Delta von 3, 3, das ist 1. Delta von minus 2, minus 2 ist auch 1, und Delta von 9, 3 ist wieder 0. Also wenn die beiden gleich sind, dann zeigt er das an mit einem Einser, und wenn die ungleich sind, dann zeigt er das auch an, und zwar mit einem Nuller. Das ist also eine Funktion, die überprüft, ob die beiden Argumente gleich sind. Jetzt habe ich gesagt, die beiden Argumente, aber in der Definition ist von zwei Argumenten gar nicht die Rede. Hier haben wir gesagt, es ist eine Menge a, und die Funktion geht von einer Menge a in eine Menge b. Warum darf eine Funktion jetzt plötzlich zwei Argumente haben? Müssen wir da die Definition verallgemeinern? Nein, müssen wir nicht. Wir sagen, wenn eine Funktion zwei Argumente nehmen soll, dann sagen wir formal, sie nimmt nur ein Argument, aber dieses eine Argument ist ein Paar, das aus zwei Teilen besteht. Und dieses Paar, das ist in Wirklichkeit das Argument, ist also nur ein Objekt. Und das habe ich hier auch schon so geschrieben. Also hier, das ist eine Funktion von der Menge aller Paare AA in die Menge 01. Okay, also ganz streng genommen müssten wir dann hier zwei Klammern machen, nämlich einmal die Funktionsklammer und dann noch die Paarklammer. Das ist aber
zu lästig und stört den Lesefluss, dann macht man dann nur eine Klammer. Es ist dann genauso gut. Was haben wir noch? Ja, ah, was mit dem Kreis? Das ist keine Funktion. Wenn man es irgendwie von R nach R sich vorstellen will. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es hier gewisse x, die keinen Funktionswert haben. Also was ist, wenn das x ist, was ist dann f von x? Ja, den gibt es nicht, denn der fehlt. Und wenn das x ist, ist es auch doof, weil dann weiß ich auch nicht, was f von x ist. Da gibt es nämlich dann zwei Möglichkeiten, den und den. Das ist keine Funktion. Ich kann das jetzt wieder reparieren, indem ich sage, ich nehme mal nur eine Funktion, haben wir hier nur eine Funktion von minus 1, 1, von diesem Intervall von minus 1 bis 1. Und sende das nach r plus 0 vielleicht. Und dann würde ich sagen, hier schneide mal da unten den Kram weg und dann habe ich nur den oberen Halbkreis. Ja, das ist dann eine Funktion. Das geht, weil, ja, jetzt kann man fragen, wie rechnet man das aus? Darauf kommt es nicht an. Für eine Funktion kommt es nur darauf an, für jedes x aus dem Definitionsbereich gibt es genau einen Partner. Das heißt mindestens einen und höchstens einen. Okay, ah, und dann machen wir noch was mit Wörtern. Was ist mit, aha, die Funktion f, also Omega irgendein Alphabet und Omega Stern ist dann die Menge aller Wörter. Und ich will die Funktion bilden, die aus jedem Wort den ersten Buchstaben rauspickt. Das gibt dann also einen Buchstaben. Und ich definiere einfach, f von Omega soll sein erster Buchstabe von Omega. Und dann ist das keine Funktion, weil das ist so ein bisschen wie bei 1 durch x. Das geht immer gut, außer in einem Fall, nämlich beim leeren Wort. Das leere Wort hat keinen ersten Buchstaben und dann hau ich da daneben. Weil f von Epsilon nicht definiert ist. Ja, das kann ich jetzt auf verschiedene Arten reparieren, wo man ja jetzt nicht a priori sagen kann, was ist die beste Art. Und es kommt halt darauf an, was man gerade am Machen ist und wofür man das braucht. Aber mögliche Bugfixes. A, also ich könnte einfach das leere Wort aus der Definitionsmenge rausnehmen, f, und sage, dann müsste ich also sagen, f, so haben wir es vorher bei 1 durch x, glaube ich, gemacht, alle Wörter außer dem leeren Wort bilden die Definitionsmenge und von da gehe ich ins Alphabet und definiere das dann so wie oben. Das ist okay. Oder ich sage Omega Stern, ich lasse das, ich muss aus irgendeinem Grund, muss ich das leere Wort vielleicht dabei haben, weil ich es unbedingt brauche. Aber dann gebe ich halt ins Alphabet noch irgendein Zusatzsymbol, vielleicht hier sowas, das ist so ein, in der theoretischen Informatik wird das oft als ein Fehlermeldungssymbol verwendet, nehmen wir das dann hier auch und dann sagen wir dann f von Omega ist gleich so wie vorher, falls Omega nicht das leere Wort ist. So sieht man das? Nee. Falls Omega nicht das leere Wort ist. Oh, und dieses Zusatzsymbol, falls Omega gleich das leere Wort ist. Ja, das ist auch wieder eine Funktion. Kann man auch machen. Oh, und dann kann man noch was machen. Anderes Beispiel, nehmen wir zwei Alphabete, sagen wir Omega quer, zwei Alphabete. Also zum Beispiel Omega die Kleinbuchstaben und Omega quer die Großbuchstaben. So.
Und nehmen wir an, sei F Omega nach Omega quer gegeben. Also wir haben schon eine Funktion. Und was wollen jetzt? Dann kann man eine Funktion F groß F von der Menge aller Wörter über dem einen Alphabet in die Menge aller Wörter über dem anderen Alphabet erklären, indem man sagt F von. So, und jetzt, wie sieht ein Wort aus? Ein Wort ist A1, A2, AN. So sieht jedes Wort aus. Auch das leere Wort, das hat halt null Buchstaben, aber sieht auch so aus. Und da nehme ich jetzt das Wort, das ich kriege, wenn ich auf jeden einzelnen Buchstaben dieses F hier anwende. Okay, jetzt sagen wir F, also das wäre F, A1, F, A2, F, AN. Dann kann man eine Funktion so erklären. Okay, also Beispiel: F, sagen wir F, mappt oder bildet Kleinbuchstaben auf Großbuchstaben ab. Also das heißt, ja, es ist wieder eine Tabelle. Also haben wir hier x von x, dann wäre hier a geht nach a, b geht nach b, c geht nach c, anders kann ich nicht sagen. Falls jemand nicht wüsste, was Kleinbuchstabe oder Großbuchstabe ist, ich muss die Tabelle hinschreiben und sagen, der entspricht dem und anders kann ich nicht sagen. Okay. Und dann würden wir sagen, also das ist jetzt das Klein F und jetzt das Groß F, das nimmt jetzt nicht nur einzelne Buchstaben als Input, sondern ganze Wörter. Okay, dann nehmen wir mal ein Wort, also Kubrudel. So, irgendein Wort. Und die Abbildungsvorschrift hier, die sagt, ich kriege jetzt als Ergebnis kriege ich ein Wort, das lauter Großbuchstaben enthält, und so aber nicht irgendeins, sondern das, was ich kriege, wenn ich jeden einzelnen Buchstaben umwandle in den entsprechenden Großbuchstaben. Ja, das wäre dann Q, B, R, D, L, M. Schauen wir für das nächste Beispiel im Skript. Habe ich hier Beispiel 8, ein Algorithmus. Also hier ist ein Algorithmus, der nimmt als Input eine Zahl und als Output auch eine Zahl. Und der geht jetzt so. Der setzt eine Variable auf 1 und dann macht er irgendwas abhängig vom Vorzeichen. Wenn das x kleiner 0 ist, macht er irgendwas. Es ist nicht genau relevant, was er macht. Dann setzt er y gleich 0 und dann dreht er irgendwie und wenn das, dann so und wenn nicht, dann so. Okay, und am Ende ergibt er das als Ergebnis zurück. So, es ist jetzt für uns nicht interessant. Man könnte jetzt überlegen, was bedeutet das oder was kommt daraus, was ist das für eine Funktion. Das soll uns jetzt nicht interessieren, es soll uns nur interessieren, dass das überhaupt eine Funktion ist im mathematischen Sinn. Also es ist. Im Computer Science Sinn ist es mal eine Funktion, weil dazu muss es ja nur so aussehen. Es hat einen Input und hat einen Output und zwischendrin passiert irgendwas, was den Input in den Output überführt. Aber damit es eine mathematische Funktion erklärt, muss man zwei Dinge überprüfen und zwar eben die beiden Dinge aus der Definition des Funktionsbegriffs. Das eine ist, dass es für jeden Input mindestens einen Output gibt und das zweite ist, dass es für jeden Input höchstens einen Output gibt. Okay, so und das ist aber leicht zu überprüfen, weil wenn ich hier so eine Vorschrift habe, die man sagt deterministisch aus dem Input den Output berechne, dann muss klarerweise, wenn ich am nächsten Tag nochmal den gleichen Input reinwerfe, muss wieder der gleiche Output rauskommen. Also die Bedingung, dass es höchstens einen Output gibt, ist klar einzusehen. Und
Die andere Bedingung, wie könnte es sein, dass es gar keinen Output gibt? Also, das ist, wir müssen sicherstellen, es gibt mindestens einen. Die Gefahr ist, es gibt vielleicht keinen. Und um festzustellen oder um das sicherzustellen, dass es nicht gar keinen Output gibt, muss man sich überlegen, dass der Algorithmus, so wie er da steht, nicht irgendwo in einen Fehlerzustand kommen kann. Also dass da nicht irgendwo irgendwann ein Abbruch passieren kann, weil er zum Beispiel durch Null teilen soll und das nicht kann und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Oder aber, dass er dann nie durch eine in eine Endlosschleife gerät und dann immer weiterrechnet und nie dazu kommt, ein Ergebnis zurückzuliefern. Das wäre auch schlecht. So, naja, durch Null geteilt wird da offensichtlich nicht. Es wird immer nur, was wird da gerechnet? Es wird hier mal minus 1 gerechnet. Das geht immer, da kann nichts passieren. Und dann hier wird plus 1 gerechnet, da wird minus 1 gerechnet, hier wird geteilt durch 2 gerechnet, wenn man sagt, dass es sich um. Aha, jetzt, da könnte man jetzt natürlich sagen, wenn es hier um ganze Zahlen geht, kann ich vielleicht nicht immer durch 2 teilen. Na, überprüfen wir das. Der sagt, wenn x ungerade ist, dann zieh 1 ab. Ja, dann ist nachher x gerade. Wenn aber x gerade ist, dann macht er nichts. Ja, gerade heißt, ich kann durch 2 teilen. Das heißt, das geht immer gut. Und alle Operationen sind wohl definiert, wie man so sagt. Und man muss dann jetzt nur überlegen, kann diese Schleife, die sagt, mach until irgendetwas passiert oder while something has not yet happened, mach irgendwas. Da müssen wir gucken, tritt das irgendwann ein? Und ja, das muss eintreten, weil das x ist hier eine ganze Zahl. Und wenn das x kleiner 0 ist, dann wird es auf minus x gesetzt. Das heißt, hier, da haben wir x ist größer gleich 0. Naja, und wenn das x gleich 0 ist, dann springe ich hier gar nicht erst rein. Wenn das x aber größer als 0 ist, dann wird es hier immer halbiert. Durch die Halbierung wird es kleiner, aber eine ganze Zahl, eine positive ganze Zahl kann nicht unendlich oft kleiner werden. Also die wird irgendwann, wird die so klein, dass da 1 steht, aber dann ist im nächsten Durchlauf, ist es x ungerade, dann mache ich 1 minus 1 und dann habe ich 0, dann teile ich die 0 nochmal durch 2, ist sie aber immer noch 0 und dann höre ich auf. Okay. Okay. Was haben wir noch? Also wir haben schon bei der Kronecker-Delta-Funktion hab ich schon erklärt, wie das ist, wenn eine Funktion mehr Parameter hat. Und machen wir noch ein Beispiel dazu. So, das wäre Nummer 8. Also 8 war das Beispiel aus dem Skript. 9 wäre ein Beispiel. Ja, machen wir doch wieder was mit Zahlen. Kann man sich vielleicht auch gut vorstellen. Eine Funktion f, die nimmt 2 Zahlen als Input. Darunter verstehen wir ein Paar von Zahlen. So, und macht daraus eine Zahl. Wie würden wir uns da den Funktionsgraph vorstellen? Dann die Tabelle, gut, die kann man natürlich wieder nicht hinschreiben, weil das viel zu groß würde. Aber den Funktionsgraph, naja, da würden wir ja sagen, jedes Element von R kreuz R ist seinerseits ja schon ein Punkt in der Ebene. Dann ist blöd. Also dann kann ich es nicht so aufmalen. Da habe ich ja normalerweise x und f von x. Was ich jetzt bräuchte, wäre noch eine zusätzliche Achse. Also sagen wir so, y. Und dann hätte ich hier f von xy. So. Und genau so ist es. Also hier so eine Funktion stellt man sich vor als so eine Gebirgslandschaft, die für jeden Punkt von der Erdoberfläche angibt, wie hoch ist das Gebirge an diesem Punkt. Also das ist ein bisschen schwierig jetzt zu zeichnen, aber das kann ich sagen, so vielleicht. Okay, also das wäre vielleicht so ein Ausschnitt von der Funktion, von dem Funktionsgraph. Ich hoffe, Sie sehen das. Also so eine dreidimensionale Fläche im Raum, im dreidimensionalen Raum. Und was man auch machen kann, ist, also wir hatten vorher schon den Kreis und haben gesagt, na, der Kreis ist doof.
den können wir jetzt nicht so leicht als Funktion auffassen. Man kann aber sagen, wie kann ich den Kreis denn jetzt beschreiben? Wenn ich irgendwie so eine Kurve habe sagen wir in der Ebene, dann muss ich ja doch irgendwie auch beschreiben können und im Zweifelsfall mit Funktionen, weil Funktionen immer zur Beschreibung von irgendwas nützlich sind. Wenn ich eine noch viel komischere Kurve habe, also irgendwie sowas, so eine Flugbahn, stellen Sie sich vor, eine Flugbahn von einem Insekt, das im Zweidimensionalen lebt, das ist eine sicher keine Funktion. Wie kann ich das aber mit Hilfe einer Funktion beschreiben? Ja, kann man sich so helfen, dass man sagt, ich nehme eine Funktion, die geht von R nach R kreuz R. Also genau umgekehrt wie vorher. Hier hatte ich eine Funktion von R kreuz R nach R. Jetzt nehme ich eine von R nach R kreuz R. Und das kann ich mir vorstellen als eine Funktion, die Flugbahn war das richtige Stichpunkt, die mir angibt, zu welchem Zeitpunkt das Flugzeug an welcher Stelle ist. Also hier würden wir sagen, das, was wir da oben gezeichnet haben, ist nicht der Funktionsgraph, sondern es ist quasi nur die Spur, von wo das Ding gewesen ist. Also wir würden dann hier sagen, ich versuche es mal anders aufzumalen. Sagen wir, ja, wir haben hier die reellen Zahlen, dann, so, und dann hier den Bildbereich R. So, und dann würden wir sagen, an der Stelle, so, also sagen wir, zu dem Zeitpunkt befinden wir uns hier. Zu dem Zeitpunkt befinden wir uns hier. Zu dem Zeitpunkt befinden wir uns schon da. Zu dem Zeitpunkt befinden wir uns da. So, und das ist jetzt was mit reellen Zahlen. Das heißt, da gibt es jetzt nicht nur die, die ich eingezeichnet habe, sondern noch ganz, ganz viele dazwischen. Na, und die entsprechen dann den Punkten. Und das F ist das, was aus dem Zeitpunkt die Position ermittelt. Also was jedem Zeitpunkt die entsprechende Position zuordnet. Okay, und da kann es dann natürlich so sein, dass da ein Kreis entsteht, weil die Bedingung ist nur, die Bedingung aus der Definition der Funktion ist, zu jedem Zeitpunkt ist das Ding irgendwo und es ist nicht an zwei Stellen gleichzeitig. Ja, natürlich, so soll es ja sein. Okay, aber es kann natürlich irgendwo hinkommen, wo es schon mal war. Also da haben wir hier oben, haben wir da mehrere solche Stellen, hier das da. Das ist kein Problem, das geht, das ist erlaubt. Okay. So, also Sie sehen, der Funktionsbegriff ist sehr vielseitig und sehr allgemein. Und wir müssen jetzt da ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen und Funktionen voneinander unterscheiden nach ihren Eigenschaften. Ein bisschen einteilen, ein bisschen systematisieren. Es gibt schöne Funktionen und weniger schöne Funktionen. Okay, und dann schauen wir uns dazu die nächste Definition an, wo Begriffe eingeführt werden, also Eigenschaften, die eine Funktion haben kann oder nicht. Okay, also es geht um die Begriffe Injektiv, Bijektiv und Surjektiv. Und die sind so definiert, also wir haben eine Funktion, die geht von A nach B und wir sagen, diese Funktion heißt Injektiv. Wenn Folgendes gilt: Für je zwei Inputs gilt, wenn die entsprechenden Outputs gleich sind, dann waren auch die Inputs gleich. Also was heißt das? Vergleichen Sie das mit der Bedingung aus der Definition. Vielleicht schreibe ich die hier oben nochmal hin. Ja. Bedingung aus der Definition war, für alle A und für alle B1, B2, also für alle A aus A, für alle B1, B2 aus B gilt, wenn f von A gleich B1 und f von A gleich B2, dann folgte daraus B1 gleich B2.
Und hier, das ist jetzt quasi die umgekehrte Richtung. Also das hier gilt immer für eine Funktion. Das hier gilt für jede Funktion. Das ist Teil der Definition des Funktionsbegriffs. Und das hier ist jetzt ein bisschen die Umkehrung von dieser Bedingung, die sagt, wenn die beiden Outputs gleich sind, also jeder Output wird höchstens einmal getroffen. Also anders als hier, wo ich gesagt habe, bei der Flugbahn kann es schon sein, dass es da, hier, da, da gibt es einen Punkt, der mehrfach getroffen wird. Das ist okay, nur die Funktion wäre dann halt nicht injektiv. Injektiv ist, wenn jeder Output nur höchstens einmal getroffen wird. Also das schreiben wir noch dazu, da hier. Jeder Output kommt höchstens einmal vor. So, und wenn höchstens, dann gibt es vielleicht auch was mit mindestens. Und das ist jetzt das andere. Das ist surjektiv. Eine Funktion heißt surjektiv, wenn gilt, für jedes b aus b gibt es ein a aus a, sodass f von a gleich b ist. Und das heißt aber, das heißt genau das Gegenteil, nicht das Gegenteil. Ja, das ist das Gegenstück. Oder, ja. Das heißt, jeder Output kommt mindestens einmal vor. Das ist also hier in dem Beispiel mit der Flugbahn auch nicht der Fall. Also hier gibt es zum Beispiel, da gibt es einen Punkt, da kommt die Fliege oder das Flugzeug nie vorbei. Der ist zwar Teil des Bildbereichs, könnte also getroffen werden, wird aber von dieser Flugbahn nicht getroffen. Deshalb ist diese Flugbahn nicht surjektiv. Okay. Und bijektiv, naja, eine Funktion ist bijektiv, das bedeutet, wenn sie sowohl das eine als auch das andere erfüllt. Und schauen Sie hier noch, das ist auch ein Gegenstück bei surjektiv, das ist auch ein Gegenstück zu einer der beiden Bedingungen, nämlich zu der anderen Bedingung aus der Funktionsdefinition. Die hieß so, für jedes a aus a gibt es ein b aus b, wo das f von a gleich b ist. Ja, also hier, das ist, wenn man es rückwärts, wenn man die Zuordnungen umkehrt, dann wird aus der einen Bedingung der Funktionsdefinition wird die Injektivität, aus der zweiten wird die Surjektivität. Und bijektiv ist es, wenn es surjektiv und injektiv ist, wenn sich also beide Bedingungen umkehren lassen. Ja, und das ist dann auch. Ja, gut, oh, langsam. Nicht zu schnell. Machen wir da erst ein paar Beispiele. Aber merken Sie sich vor allem dieses hier und dieses hier als sprachliche Formulierung von diesen komischen Formeln. Fangen Sie bloß nicht an, die Formeln auswendig zu lernen, weil da vertun Sie sich zu leicht, dann geht der Pfeil in die falsche Richtung und Sie haben dann nicht wirklich verstanden, was es eigentlich ist. Merken Sie lieber die sprachlichen Formulierungen. Jeder Output kommt höchstens einmal vor, das ist Injektivität, und jeder Output kommt mindestens einmal vor, das ist die Surjektivität. Hier steht es natürlich auch nochmal. Okay, schauen wir hier, diese beiden Funktionen, da ist eine injektiv und eine ist nicht. Diese hier ist injektiv. Injektiv heißt eben, jeder Output kommt höchstens einmal vor, also das C kommt einmal vor, das ist okay, das D kommt gar nicht vor, ist auch okay, das B kommt einmal vor und das A kommt einmal vor. Diese hier ist nicht injektiv, weil das C zweimal vorkommt, das darf nicht. Also das ist nicht injektiv, das ist trotzdem noch eine Funktion, aber keine injektive Funktion. Und hier ist ein anderes Beispiel für Surjektivität. Da würden wir sagen, dieses Beispiel hier, diese Funktion ist surjektiv, weil sowohl das A getroffen wird, als auch das B, als auch das C. Die Bedingung ist, alle werden normal getroffen. Das ist hier der Fall. Und damit ist diese Funktion surjektiv. Diese Funktion ist nicht surjektiv, weil das B nicht getroffen wird. Wenn das B nicht getroffen wird, kann das Ding nicht surjektiv sein. Es ist aber sehr wohl eine Funktion. Denn für eine Funktion, damit es eine Funktion ist, brauche ich das nur, also bei
Ja, brauche ich nur, dass für jeden Input gibt es genau einen Output. Das ist aber hier so. Das 1 hat einen Output, nämlich A, 2 hat einen Output, C, 3 hat einen Output, nämlich A, und 4 hat einen Output, nämlich A. Also um zu überprüfen, dass etwas eine Funktion ist, müssen Sie die senkrechten Striche hier in diesen Tabellen anschauen. Müssen Sie sagen, auf jedem senkrechten Strich gibt es genau einen Punkt, mindestens einen und höchstens einen, dann ist es eine Funktion. Das ist hier gegeben. Und für Injektiv und Surjektiv müssen Sie die waagerechten Striche anschauen und dann schauen, für Surjektiv gibt es auf jedem waagerechten Strich einen Treffer, mindestens einen Treffer. Hier ist das so, links ist es so, rechts ist es nicht so. Und für Injektiv müssen Sie schauen, gibt es auf jedem waagerechten Strich höchstens einen Treffer. Das ist hier nicht der Fall und hier auch nicht der Fall. Deshalb sind diese Funktionen beide nicht injektiv. Und hier ist aber so, da gibt es hier, da, 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 da jeweils höchstens einen Treffer. Deshalb ist das injektiv. Das ist okay. Und hier aber nicht, da kracht's. Das ist okay, das ist okay, das ist okay, der hier aber nicht. Okay? Das ist der Begriff der Injektivität und der Surjektivität. Und hier dann nochmal mit Funktionen, mit denen Sie ein bisschen mehr vertraut sind, Funktionen aus dem gewöhnlichen Zahlenbereich, reellen Zahlen. Also die Funktion x², die wir vorher auch schon als Beispiel hatten, die ist weder injektiv noch surjektiv, weil sie ist nicht, wir machen das gleiche wieder mit den waagerechten und waagerechten Strichen, die ist nicht injektiv, weil hier gibt es was, das wird zweimal getroffen. Also hier der Input und der Input, die haben den gleichen Output und bei injektiv ist das. Das darf nicht sein. Das ist das, was bei Injektiv ausgeschlossen ist. Es ist aber auch nicht surjektiv, weil hier gibt es eine waagerechte Linie, wo gar nichts ist. Das wird nicht getroffen. Also da wird gar nicht, genau, dieser Output wird gar nicht getroffen. Deshalb ist es nicht surjektiv. So, das kann man jetzt wieder diskutieren. Kann man das reparieren? Naja, Surjektivität könnte man reparieren, indem ich hier sage, das geht nicht nach R, sondern das geht nur nach R plus 0. Ja, dann heißt das hier ist gar nicht, spielt gar nicht mit. Und dann ist es so, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr, eine waagerechte Linie zu ziehen, die den Funktionsgraphen verfehlt. Damit ist es surjektiv. Und genauso kann ich mich auf der anderen Seite retten, wenn ich sagen will, ich will es injektiv machen, ja, dann schränke ich den Definitionsbereich vielleicht ein auf R plus 0. Dann spielen die hier nicht mehr mit und dann habe ich nur noch den Bereich hier. Na, und da kann ich aber jetzt sagen, ich kann den waagerechte Linien ziehen, wie ich will. Es wird dann also es wird höchstens, ich habe dann höchstens einen Treffer und damit ist es injektiv. Ich habe aber auch, weil ich unten das auch schon weggestrichen habe, dann mindestens einen Treffer, also diese Funktion so ist dann sogar bijektiv. Okay. Hier, das ist ein Beispiel für eine Funktion, die ist, wenn wir sie so weiterdenken, da, die geht da nach oben und hier nach unten, die wäre surjektiv, weil jede reelle Zahl getroffen wird, aber ist nicht injektiv, weil hier gibt es ein paar, die werden mehrfach getroffen. Okay, und hier ist eine Funktion, die wäre injektiv. Weil ich habe immer höchstens einen Treffer, ich habe nie mehr als einen Treffer, aber ich habe hier unten gar keinen Treffer, deshalb ist sie nicht surjektiv, sondern nur injektiv. Okay. Okay. Also, gut. Ja, machen wir das Beispiel noch. Wie überprüft man das? Injektivität. Ein Beispiel. Die Aufgabe heißt, sei f r nach r, f von x gleich 3x plus 2. Und dann zeigen Sie Behauptung, f ist injektiv. Wie würde man das beweisen, wenn Sie das beweisen müssen? Dann
Dann würden Sie das wie in der Definition machen, würden sagen, okay, sein x y aus R so, dass f von x gleich f von y ist. Und zu zeigen ist, nach der Definition der Injektivität, ist dann zu zeigen, x ist gleich y. Okay, dann zeigen wir das. Also nach Annahme sind die Funktionswerte gleich. Na gut, aber die Funktionswerte sind 3x plus 2 und 3y plus 2. Naja, okay, jetzt kann ich sagen, ich ziehe 2 ab. Habe ich 3x gleich 3y und dann dividiere ich noch durch 3 und dann habe ich x gleich y. Aus dem folgt das und aus dem folgt das. Na ja, und dann habe ich gezeigt, wenn die Funktionswerte gleich sind, dann sind auch die Argumente schon gleich gewesen und daraus folgt, dass f injektiv ist. Okay, also es muss nicht immer so einfach sein, aber das ist das Prinzip. Für Injektivität zu zeigen, zeigen Sie einfach, Sie nehmen an, Sie haben zwei Argumente, die den gleichen Funktionswert liefern und dann müssen Sie irgendwelches Wissen über die Funktion verwenden, um daraus herzuleiten, dann müssen die beiden Argumente auch schon gleich gewesen sein. Okay. Dann das nächste ist der Begriff der Verkettung. Verkettung von Funktionen ist einfach hintereinander Ausführung. Also wir haben eine Funktion, also wir haben drei Mengen, die können gleich sein, die müssen aber nicht gleich sein. Sagen wir mal a, b und c. Ich habe eine Funktion f, die geht von a nach b und eine Funktion g, die geht von b nach c. Und ich konstruiere mir jetzt eine neue Funktion h, die geht direkt von a nach c und die ist definiert als h von a, ist definiert als g von f von a. Für alle a aus a. Okay, das nennt man die Verkettung oder die hintereinander Ausführung oder die Komposition von f und g. Jetzt können wir einen Satz beweisen. Ich werde Sie nicht viel mit Beweisen belästigen, aber ein paar sollten wir machen, damit Sie ein bisschen sehen, wie das aussieht. Und zwar diesen Satz hier: Die Verkettung von injektiven Funktionen ist injektiv. Also das heißt, also wir nehmen hier f a nach b, g b nach c und sagen wir h von a nach c. H gleich die Verkettung G nach F. Passen Sie auf mit der Notation. G nach F heißt, zuerst wird F angewandt. Also die Reihenfolge, in der das hier steht, spielt eine Rolle. G verkettet mit F ist normalerweise was anderes als F verkettet mit G. Und die Reihenfolge, so wie es hier in der Notation verwendet wird, ist so, wie es hier steht. Damit ist das G das, was als zweites angewendet wird, weil das G wird angewendet auf das F von X. Also nicht, dass Sie das durcheinander bringen. Okay, und jetzt die Verkettung von injektiven Funktionen ist injektiv. Beweisen wir das? Ja, gehen wir es hier durch, so wie es hier steht. Also wir nehmen zwei injektive Funktionen und lassen h die Verkettung sein, so wie ich es oben schon hingeschrieben habe. Und jetzt müssen wir also zeigen, diese Bedingungen hier, die Bedingungen aus der Definition aus der Definition der Injektivität, die sagt, wenn ich zwei Inputs habe, für die h den gleichen Output liefert, dann waren die zwei Inputs nicht wirklich zwei Inputs, sondern sie waren in Wirklichkeit gleich. Das müssen wir zeigen. Dann nehmen wir also so zwei her, zwei beliebige, denken Sie an den philosophischen Trick von der letzten Vorlesung, zwei beliebige Elemente mit der Eigenschaft, dass h den gleichen Funktionswert liefert. Okay, jetzt ist das h definiert als die Verkettung, das heißt, wenn das h den gleichen Funktionswert liefert, dann heißt das, g von f von dem einen ist das gleiche wie g von f von dem anderen, weil so ist ja das h definiert gewesen. Und jetzt verwende ich, dass ich etwas über g weiß. Ich verwende, dass das g injektiv ist. Und hier habe ich aber jetzt diese Situation, g von
zwei Funktionswerten ist dasselbe, ne, dann, ja, Entschuldigung, g von zwei Argumenten, f von x1 und f von x2 ist dasselbe, dann müssen die Argumente gleich gewesen sein. Also g von dem hier ist gleich g von dem hier, na, dann muss das hier gleich dem sein. Okay, dann habe ich also das hier. So, und daraus folgt dann, und jetzt mache ich nochmal das Gleiche, f ist auch injektiv. Und Injektivität für f heißt, wenn f von irgendwas gleich f von irgendwas ist, dann müssen die beiden irgendwas gleich gewesen sein. Das ist die Definition der Injektivität. Ja, okay, aber dann habe ich gezeigt, x1 ist gleich x2 und das ist das, was ich da zeigen musste. Da ist der Beweis fertig. Bei 2 und 3 steht Übung. Machen wir noch einen. Machen wir noch den Beweis für Subjektivität, also Beweis von 2. Also nehmen wir wieder F. Also F von A nach B. Subjektiv G je nach C. Subjektiv und H gleich G nach F. Um zu zeigen, H ist subjektiv. Das heißt, zu zeigen ist, für alle B aus B gibt es, Entschuldigung, für zeigen es für alle C aus C, weil das H geht ja von A nach C, gibt es ein A aus A, sodass H von A gleich C ist. Na gut, wenn das zu zeigen ist, dann müssen wir jetzt wieder zeigen für ein beliebiges C, dass das gilt. Sei also C in C beliebig. Und dann ist zu zeigen, es gibt ein A aus A, sodass H von A gleich dieses beliebig gewählte C ist. Ja, wo kriegen wir das her? Jetzt müssen wir, dieses A müssen wir jetzt irgendwo herzaubern. Und na gut, dieses H von A, was wir noch wissen, ist, dass das ist dasselbe wie G von F von A. Gleich C. So, und was ich weiß, ist, dass das G surjektiv ist. Das G ist surjektiv, also G ist surjektiv. Und daraus folgt, es gibt einmal ein B aus B, sodass G von B gleich C ist. Weil die Surjektivität von G bedeutet eben genau, dass jedes Element von C von dem G irgendwie getroffen wird. Naja, okay, dann kann ich also mir so eins hernehmen, sei B in B so ein B, also so ein B, also das heißt so, dass G von B gleich C ist. Und das kommt ja dem hier, was wir da zeigen müssen, schon ziemlich nah. Nur müssen Sie jetzt das. Ich muss nicht zeigen, dass es ein B in B gibt, wie ich hier jetzt auf dem Weg bin oder was ich gerade gemacht habe. Ich muss zeigen, es gibt ein A aus A. Aber ich weiß ja, dass F ist auch noch surjektiv. Das F ist surjektiv. Okay, F ist surjektiv. Daraus folgt aber dann genau das, was wir hier brauchen. Es gibt ein A aus A, sodass F von A gleich dieses B ist. Fertig. Wähle so ein A für ein solches A. Gilt also. Ja, was passiert jetzt? F von A ist gleich B und G von F von A ist dann G von B und das ist C. Aha. Und aber G von F von A, das ist H von A. Fertig. Das wollte ich. Das ist genau das Beweisziel gewesen da oben. Ich wollte zeigen, es gibt ein A
Und hier ist es, da ist es. Es gibt ein A, das wissen wir, es gibt ein A, hier ist es ein Beweisziel, zu zeigen, es gibt ein A und hier ist es, weil das F surjektiv ist, wissen wir, es gibt ein A und dieses A, was die Surjektivität von A liefert, das zeigt uns dann genau das, was wir brauchen. Okay, also dann habe ich Ihnen dann noch einen Beweis gezeigt. Okay, und dann gibt es einen weiteren Satz, der jetzt die Bijektivität mit was in Beziehung setzt, das Ihnen vertraut ist, nämlich mit der Umkehrfunktion. Eine Funktion ist genau dann bijektiv, wenn sie eine Umkehrfunktion hat. Also eine Funktion, die verkettet mit der gegebenen Funktion die Identitätsfunktion gibt. Okay, also das ist dieser Satz hier. Da brauchen wir uns dann schon nicht mehr um den Beweis zu kümmern, obwohl Sie den natürlich auch verstehen würden. Der ist nicht komplizierter als das vorherige, aber wir haben nicht genug Zeit, um all diese schönen Dinge im Detail anzuschauen. Also eine Funktion f von a nach b ist genau dann bijektiv. Bijektiv im Sinn von der Definition von vorher. Also sie ist genau dann injektiv und surjektiv, wenn es eine Funktion gibt, g, die in die umgekehrte Richtung geht, nämlich von b nach a, mit der Eigenschaft, dass wenn ich das g mit dem f verkette, dann kommt die Identität raus und Sie erinnern sich, die Identität, das war die Funktion, die jedes Argument auf sich selbst abbildet. Und das gibt es jetzt in zwei Richtungen, nämlich entweder verkette ich g mit f oder f mit g und abhängig davon kommt dann die Identität von a oder die Identität von b raus. Und der Satz sagt weiter, dass es diese Funktion nicht nur gibt, sondern wenn es sie gibt, dann ist sie eindeutig bestimmt. Es kann nicht zwei verschiedene solche Funktionen geben, g. Und außerdem ist die Umkehrfunktion auch wieder bijektiv und Sie können raten, was die Umkehrfunktion von der Umkehrfunktion ist. Die ist wieder das f. Okay, Beweis haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Aber schauen Sie sich das Bild an. Das Bild ist sehr suggestiv und im Prinzip ist der Beweis nichts anderes als das Hinschreiben dieses Bildes mit mathematischen Symbolen. Also hier haben wir gesagt, so sieht eine Funktion aus. Eine Funktion, die geht von a nach b. Und das bedeutet, links geht von jedem Punkt genau ein Pfeil weg. Mindestens ein Pfeil geht weg und höchstens ein Pfeil geht weg. Und rechts ist egal. Was passiert für eine Funktion? An manchen Punkten können mehrere Pfeile landen, an manchen können gar keine Pfeile landen. Aber bijektiv bedeutet, dass auf der rechten Seite bei jedem Punkt genau ein Pfeil landet. Denn bijektiv heißt injektiv und surjektiv. Injektiv heißt, es landet überall höchstens ein Pfeil. Und surjektiv heißt, es landet überall mindestens ein Pfeil. Das heißt, bijektiv heißt, es landet überall genau ein Pfeil. Und deshalb kann ich jetzt sagen, ich drehe jetzt die Pfeile einfach rum. Ich drehe die Pfeile einfach rum. Ich mache die Pfeilspitzen auf die andere Seite. Lass das Bild sonst genau gleich. Und das, was ich dann kriege, ist dann eine Funktion, weil dann hier eben von jedem Punkt von b genau ein Pfeil weggeht. Und das ist das, was ich brauche, damit es eine ordentliche Funktion wird. Und Sie sehen dann auch, es muss dann auf der anderen Seite genau ein Pfeil bei jedem Punkt landen, weil es war ja vorher eine Funktion. Okay, dann sehen wir, dieses f hoch minus 1 ist bijektiv. Und Sie sehen natürlich auch, dass wenn Sie die miteinander verketten, ja, was passiert dann? Dann gehe ich von dem hier nach hier und dann anschließend von dem wieder zurück. Ja, okay, aber das heißt dann f hoch minus 1 von f von x, das ist gleich x für alle x. Ja? Und so ist es ja genau gemacht. Gehe von hier nach da und dann anschließend von da wieder zurück. Und Sie sehen dann auch leicht, wenn Sie sich ein Bild anschauen, dass es nicht hinhaut, wenn es nicht injektiv ist. Also hier diese Funktion, die ist zwar surjektiv, weil überall ein Pfeil landet, mindestens ein Pfeil. Aber hier landen zwei Pfeile und wenn Sie dann versuchen, das umzudrehen, dann haben Sie hier einen Widerspruch zur Funktionsdefinition. Hier hätten Sie, wenn das hier eine Funktion wäre, dieses Ding hier, eine Funktion von b nach a, das wäre dann eine Funktion, wo dieses Ding hier zwei Outputs hat, den hier und den hier. Und das darf aber nicht sein, das ist keine Funktion. Also eine Funktion ist immer,
Der Output ist eindeutig durch den Input bestimmt und es kommt nicht montags das raus und dienstags was anderes. Okay, also Injektivität ist notwendig dafür, dass es eine Umkehrfunktion gibt und Surjektivität auch. Denn Surjektivität heißt, dieses Ding hier ist nicht surjektiv, weil es hier einen gibt, der nicht getroffen wird. Und wenn Sie dann die Pfeilen umkehren, dann haben Sie hier eine Abbildung oder irgendein, ja, sagen wir, einen Funktionskandidaten, der von B nach A geht, wo aber dieses Ding hier keinen Partner hat. Ja, aber dann ist es keine Funktion. Eine Funktion muss für jeden Input genau einen Output haben und das heißt insbesondere mindestens einen Okay. Also hier haben wir, um das ein bisschen konkreter zu machen, noch ein paar Beispiele und wir hören dann eh gleich auf. Die Zeit ist schon wieder fast vorbei. Die Funktion hier ist, die hier dargestellt wird, ist bijektiv. Das sehen wir, also zunächst einmal ist es eine Funktion, das ist das mit den senkrechten Linien. Auf jeder senkrechten Linie ist genau ein Punkt. Okay, also 2 wird auf C abgebildet, 3 wird auf E abgebildet und so weiter. Es ist eine Funktion. Sie ist auch injektiv, weil auf jeder waagerechten Linie höchstens ein Punkt ist. Und sie ist surjektiv, weil auf jeder waagerechten Linie mindestens ein Punkt ist. Und die Umkehrfunktion kriegen Sie jetzt, indem Sie diese Tabelle an der Diagonale spiegeln. Ja, also an der Diagonale wird das gespiegelt. Und statt dass jetzt 4 auf A abgebildet wird, wird jetzt A auf 4 abgebildet. Ja, und wenn Sie das hintereinander ausführen, dann wird einfach 4 auf 4 abgebildet. Oder wenn Sie es umgekehrt verketten, dann wird A auf A abgebildet. Okay, und für die anderen ist es genauso. Okay. Ja, die Funktion, die wir hier angeschaut haben, vorher, machen wir noch ein Beispiel. F, also wie war das? R nach R. F von x ist gleich 3x plus 2. Da haben wir gesagt, die ist injektiv. Die ist aber auch surjektiv. Ja, das ist ja nur so eine lineare Funktion, die sieht irgendwie so aus. Ja. Und da wird, das sehen wir an dem Bild, es wird jedes Y wird getroffen, also F ist auch surjektiv, denn für ja, machen wir, wie würden wir es beweisen, ist Y in R beliebig, so gilt F von gleich Y. Ja, dann müssen wir jetzt gucken, was wir da reinschreiben können, aber das können wir leicht ausrechnen. Würden wir sagen 3x plus Y, 3x plus 2 gleich Y. Dann haben wir 3x gleich 2 minus, Y minus 2. X ist gleich Y minus 2 durch 3. Okay, das heißt, dann würden wir hier Y minus 2 durch 3. Das ist gleich dem, ja, weil das hier ist gleich 3 mal y minus 2 durch 3 minus 2. Dann kürzt sich der Dreier, der gegen den, dann haben wir y minus 2 plus 2, das ist y, also das stimmt. Damit ist also gezeigt, gut, jetzt ist da ist Rechnerei ein bisschen dabei, aber das wesentliche Strukturelle ist, wenn ich ein beliebiges y habe, dann finde ich dazu irgendein passendes x, sodass f von x gleich diesem beliebig gewählten y war. Okay, und hier habe ich, in dem Fall habe ich auch gar keine andere Wahl. Das liegt daran, dass wir vorher gesehen haben, dass das injektiv ist. Weil das injektiv ist, gibt es da auch nur, es gibt dieses x gibt es, das auf das y abgebildet wird, aber sonst auch kein anderes. Und damit haben wir dann aber auch die Umkehrfunktion g r nach r, g von y gleich y minus 2 durch 3 ist die Umkehrfunktion. Von f.
Genau. Und wenn Sie die so leicht ausrechnen können, dann haben Sie Glück. Das geht aber natürlich meistens nicht. Wenn die Lage ein bisschen komplizierter wird, dann stehen Sie da an. Da können Sie die nicht einfach ausrechnen. Wir haben ja vorher schon gesagt, im Funktionsbegriff, dass Sie schon eine gegebene Funktion nicht einfach durch eine Abbildungsvorschrift im Allgemeinen gegeben ist. Und dann werden Sie natürlich erst recht nicht die Umkehrfunktion davon so einfach hinschreiben können wie hier. Und deshalb ist es nützlich, dass man das differenziert und die Existenz der Umkehrfunktion, die man gerne hätte in vielen Fällen oder in vielen Anwendungen, dann aufdröselt und unterscheidet in die Injektivität und in die Surjektivität, zwei Dinge, die man unabhängig voneinander überprüfen kann und eventuell auch nachweisen kann, ohne dass ich eine genaue Abbildungsvorschrift für das F habe. Und wenn ich die beide nachgeprüft habe, dann kann ich mit dem Satz, den ich eben zitiert habe, dann schließen. Dann muss es eine Umkehrfunktion geben. Und dann kann man glücklich sein. Oder dann kann man, ja, und dann kann man sich überlegen, was die dann für weitere Eigenschaften hat oder wie ich die beschreiben kann oder ausrechnen kann. Okay, also das war's für heute. An der Stelle machen wir dann das nächste Mal weiter. Werde ich noch ein bisschen was zu Funktionen sagen und dann gehen wir weiter zu Relationen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.